Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Warface Breakout Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir sind jetzt hier im Angriff und mal sehen, wie dieses Match so wird. So, ich renne auf jeden Fall rüber zu B. Dort sehe ich keinen. Aber wahrscheinlich hier jetzt, oder? Auf jeden Fall sind dort hinten welche. Oh oh. Hier geht's gerade schon gut ab. Da. Ein Kill habe ich gemacht. So, wie sieht's dort vorne jetzt aus? Hervorrücken, los. Oh, dort hat's noch einer erledigt von meinem Team. Jawohl, ich habe ihn gerasht. Sehr schön. Oh, ich glaube von hier hinten. Oder? Ich renne mal mit hier hin. So. Moment, hier durch. Sehr gut. Sehr gute Runde. Erste Runde habe ich jetzt 3 Kills hier gemacht. Sehr schön. So, dann kaufen wir mal direkt noch eine andere Waffe. Sehr schön. So kann es gerne weitergehen. Ja? So kann es gerne weitergehen. So, ich habe die Bombe gerade. Ich würde gerne eigentlich probieren, die bei B zu platzieren. Oh oh. Vorrücken, los. So, ich laufe mal hier vor. Zack. Kurz hier warten. Jetzt hier herum. Und platzieren, los. Okay, Bombe platziert. Ich gehe jetzt hier hinten mal rein. Auch wenn ich hier das noch nie so richtig gemacht habe. Hier hinten so mit dem Reingehen. Weil einerseits bin ich halt dann auch hier eingeschlossen, mehr oder weniger. Also, jetzt bin ich auch noch zu zweit hier. Das finde ich nicht so gut. Einer, okay, aber zwei ist vielleicht doch nicht so gut. Ich gehe lieber raus, oder? Hier einmal herum. Da. Okay. Gut gemacht wieder. Ja? Zweite Runde auch gewonnen. Sehr schön. Weiter geht's. Ja, ich bin gerade auch Erster in meinem Team. Ja, auf jeden Fall bringe ich bis jetzt gute Leistung. Bin ich stolz drüber. Ja? Weil nicht jede Runde läuft ganz gut. Ja. Manchmal bin ich auch eher ein bisschen kleinerer Noob. Ja. Mist, und ich habe vergessen, Granaten zu holen. Und ich bin gerade hier alleine. Ich renne jetzt hier unten durch. Los. So. Ah, dort hinten. Oh. Ich wundere mich, dass der mich jetzt nicht erledigt hat. Ja. Ich habe eigentlich viel zu spät eigentlich das auf ihn geschossen. Und ich muss mal was schauen. Okay. Ja. Dort hinten, der eine war inaktiv. Weil, ich habe mich nämlich schon gewundert, die ganzen letzten Runden, jedes Mal, wo wir gerade die Bombe platziert hatten, kam ein Spieler letzten Endes irgendwie gar nicht. Ja, und der war anscheinend jetzt inaktiv jetzt die ganze Zeit. Ich denke mal, der eine, der daneben stand, hat ihn vielleicht beschützt. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass sie vielleicht zusammenspielen und der eine andere hat ihn halt bewacht. Mehr oder weniger. So, wir laufen wieder hier bei B lang. Schön auf jeden Fall, dass ich gerade zu dritt bin hier. Na gut, hängt wahrscheinlich auch nur damit zusammen, weil der eine hier das C4 hat. Ah ja, jetzt sind wir ja alle hier. Nee, das ist gar nicht gut. Alle sollten nun nicht unbedingt
den einen und selben Weg nehmen, ja. Dort vorne. Dort war einer. Ja, Mist. Nachladen. Ich bin auf jeden Fall stark angeschlagen. So viel steht schon mal fest. Ich mache hier durch. Die Jungs von meinem Team haben auf jeden Fall jetzt platziert. Ich warte einfach mal hier. Mal sehen. Vielleicht kommt der eine gleich von hier. Ja, kommt er auch. So. Und jetzt laufe ich nochmal kurz hier hinter. Nein, hier ist diesmal kein Inaktiver. Der letzte Gegner ist, glaube ich, oben. Bei den anderen Boys hier. Gut. Okay, 4-0. Sehr schön. Mal sehen, was für eine Killanzahl ich jetzt vielleicht noch hier letzten Endes so erreiche diese Runde. 7 ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, wie ich finde. So, ich laufe wieder bei B lang. Ich habe auch gerade das C4 wieder mit dabei. So, hier herum. Jetzt hier rum und dann platzieren, würde ich sagen. So. Platziert ist es. Das Ganze hier. So, ich laufe einmal hier herum. Haha, diesmal stand er wieder da. Der eine Dude. Mich wundert, dass er gar nicht rausfliegt. Ich weiß gerade gar nicht. Gibt es das hier eigentlich? Mit Inaktivität, dass man da rausfliegt. Ich glaube, es gibt es hier gar nicht bei Breakout. Bräuchte das Spiel eventuell, weil ist nicht das erste Mal, dass ich jemanden inaktiv gesehen habe. Klar, für uns ist es ein Vorteil, weil der Gegner inaktiv ist, aber trotzdem. So, ich mach gleich links lang. Ja, und all unsere Feinde verlassen gerade mehr oder weniger die Runde. Ja, der hat mich diesmal leider weggeholt. Da bin ich ein bisschen zu hastig jetzt vorgegangen hier. Mal sehen, ob nochmal neue Gegner reinkommen. Also zwei neue. Schauen wir mal. Okay, ja. Einer ist nochmal mit drin. Und kommt nochmal einer? Nein, noch nicht. Oh, 1 gegen 1. Dürfte vielleicht sogar der erste Punkt jetzt werden für unsere Feinde. Hier mal sehen. Ich glaube, es wäre besser, wenn er hier vielleicht zur Pistole wechseln würde. Gut, macht er jetzt auch. Ah, der Feind ist dort drin. Jetzt ist er ein bisschen in eine eigene Sackgasse hier reingegangen. Ja, das war's dann auch für ihn. Das war leider nicht so clever. Unsere Feinde haben jetzt auf jeden Fall wieder einen mehr. So. Zack. Gut, bin ausgerüstet wieder. Ich renne diesmal durch die Mitte. Ich würde sogar ganz gerne mal probieren, jetzt mit dem Messer einen gleich zu erledigen. Mal sehen. Mal sehen. Huhu. Das hätte auch nach hinten losgehen können. Hi. So, einmal hier lang. Einer ist nur noch übrig vom Feind.
Ja, also hier geht der Sieger hin, war ganz klar, glaube ich, an uns. Also an das gesamte Match jetzt hier. So. Auf jeden Fall habe ich ihn nochmal hier verletzt. Ja. Okay. Ja, vielleicht wird es jetzt doch nochmal spannender gleich. Wir sind nur zu viert. 4 gegen 4. Wenn dann. Schön gemacht. Oh, und der hat ein cooles Messer. Das finde ich ganz nett eigentlich so, vom Design her. Jetzt gibt es hier noch einen Seitenwechsel. So, und jetzt heißt es wieder 5 gegen 5. Wir haben einen neuen drin. Feinde auch. Naja, die ja eigentlich sogar gesehen zwei neue. Ja. So, ich mache hier hinten lang. Obwohl. 3 gegen 3. Dort hinten. Okay, ich habe den einen angehittet. Diese Runde dürfte der Sieg an unsere Feinde gehen. Diese Runde dürfte dann an unsere Feinde gehen. Einmal hier rum. Jetzt hier lang. Ja, schade. Ich war zuerst mal überlegen, soll ich außenrum nochmal eine Runde gehen, aber. Ja, ich würde es dann eher doch nochmal so probieren. Ich hätte es aber, glaube ich, so oder so nicht mehr geschafft. Aber trotzdem. Ganz gut dann doch noch hier gemacht. Insgesamt so gesehen. Ja, habe auch 12 Kills gerade. Ist doch ganz nett. Ja. Mal sehen, jetzt ist es auf jeden Fall wieder ein bisschen spannender, weil anscheinend sind im Gegnerteam jetzt welche drin, die ein bisschen besser sind. Deswegen, mal sehen. Aber natürlich muss man sagen, wir führen auch ganz klar schon hier. So. Deswegen, wenn wir das aufholen wollen, wird es schwierig. Das wird dann wirklich schwierig für die. So, ich laufe einmal hier oben lang. Ich kann mir vorstellen, dort ist der letzte vielleicht. Nein, ich höre leise Schüsse. Okay. Der letzte wurde ausgeschaltet. Sieg. Sehr schön. Jawohl, ich bin sogar MVP. Ja, war eine geile Runde. Hat Spaß gemacht. 14 Kills. Ja, hat wirklich Spaß gemacht. Und ich denke mal, nächste Folge haben wir vielleicht wieder mal eine Hardcore-Folge, also wo wir Hardcore spielen. Aber das hat auf jeden Fall jetzt gerade Laune gemacht. Damit würde ich dann auch sagen, schauen wir jetzt nochmal nach, was wir aus einer Box bekommen. Ja. Aus einer heiligen Kiste. So, was wird es für uns geben hier? Zeig mal her. Ui, sieht schick aus. Sieht schick aus. Wird ausgerüstet. Bester Skin bei der Pistole, würde ich auch meinen, ist. Ja,
Kartell sieht cool aus. Aber auch Neutron sieht auch cool aus. Aber damit bin ich auch zufrieden, denn Grün ist meine Lieblingsfarbe. Ja, so hellgrün. Aber ich muss dazu auch sagen, hier sieht es halt nochmal ein bisschen geiler aus, wegen so dem Bewegen davon, ja. Aber das hier, ah, das sieht auch klasse aus, ja. Also ich würde sagen, Earth, Kartell und Neutron sind hier so meiner Meinung nach die geilsten Skins. Gut, dann würde ich sagen, war es das an der Stelle mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, schaltet beim nächsten auch gerne wieder ein. Das war's. Lasst einen Daumen nach oben da, haut rein und lasst auch gerne ein Abo da für mehr Warface Let's Plays, Livestreams, Tipps und Tricks und Newsvideos. Das war's und tschüssi.